Ja, hallihallo, moin moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Grey Matter. Wir sind im Labor von Dr. David Styles unterwegs und haben gerade mit ihm palabert. Wir sollten nämlich ein bisschen investigieren. Wir sollten herausfinden, was das mit diesen komischen Vorkommnissen auf der Laufbahn und im Schwimmbad zu tun hat. Aber wir haben noch keine Fakten recherchieren können. Dafür haben wir jetzt eine Falle gestellt, die wir hoffentlich jetzt auslösen können. Hoffentlich ist es abends. Hoffentlich können wir das jetzt machen. Und hoffentlich muss ich nicht wieder ziellos, planlos und total verwirrt durch das Spiel stampfen. Wir gucken einfach mal, ob das jetzt klappt. Scheinbar noch nicht. Was fehlt? Was fehlt? Was muss ich tun, damit dieser Trigger ausgelöst wird? Das finde ich immer am schlimmsten an Adventures. Wenn man nicht weiß, was für eine Kleinigkeit noch fehlt. Und das kann wirklich die kleinste Kleinigkeit sein. Das kann sein, dass ich, weiß ich nicht, falsch stehe oder so. Das ist echt dämlich. Also worauf warten wir? Worauf? Die Lampen macht man mit dem Schalter neben der Tür an und aus. Soll ich das jetzt erstmal ausmachen oder was? Der Fitnessraum wird um 23 Uhr abgesperrt. Ich komme vorher hierher und verstecke mich. Wenn sie dann absperren, bin ich drin. Muss ich mich jetzt irgendwo verstecken, oder was? Wo muss ich mich denn verstecken? Der Typ ist ja immer noch da, der da die ganze Zeit Übung macht. Jemand hat dieses Fitnessgerät benutzt. Ja, das kennen wir ja schon. Wie kriege ich denn hier die Lampen aus? Ah, zweifellos. Ja, schön. Ich bin überfragt, ey, schön. Puh. Wir gehen mal vor die Türe. Aber hier sehe ich nirgendwo einen Anhaltspunkt. Aber so, ich glaube, das war's. Ah. Wenn jemand heute Nacht den Raum betritt, werde ich von den Fallen alarmiert. Dann mache ich das Licht an und schieße mit Helenas Kamera ein paar Fotos. Das könnte interessant werden. Ah. Ah. Ist jetzt was passiert? Kann ich jetzt? Warum nicht? Warum nicht? Ich will jetzt, dass das losgeht. Was muss ich denn machen? Muss ich ins Bett gehen oder was? Die können doch nicht auf einmal einbauen, dass ich die Möglichkeit habe, ins Bett zu gehen, wenn es die ganze Zeit nicht verwendet wurde. Das können wir doch nicht ernsthaft erzählen. Soll ich jetzt schlafen oder was? Dann gehen wir halt in die Koje, kein Problem. Ich puff auch ein paar Minuten. Das ist doch alles absurd. Boah. Das ist so ein Designschnitzer schon wieder, so ein Mist. Vielleicht ist es auch gar kein Designschnitzer, vielleicht bin ich auch einfach zu blöd. Aber ich kann es mir nicht vorstellen, was fehlt. So, vielleicht kann ich mir ja eine Mütze Schlaf holen. Ich kann mir das Bett schon mal anschauen, aber das... Ich liebe dieses Bett. In so einem guten Bett habe ich noch nie geschlafen. Ja, es hilft dir absolut weiter. Ach. Houdini gefällt es sicher. Ja, er sieht total zufrieden aus. Das ist auch wirklich mein höchstes Glück, dass es ihm gut geht. Ich kann mir gar nichts Schöneres vorstellen. Ich krieg gleich echt... Ich freue mich echt wahnsinnig. Bin begeistert. Ich kann mich kaum noch auf meinen Füßen halten. Ich verstehe das nicht. Was müssen wir machen, Kinders? Was müssen wir machen? Was fehlt? Was los? Tja, ich würde sagen, ich mache mal eben hier einen kurzen Schnitt und dann gucke ich nach, weil das ist mir zu blöd, jetzt hier stundenlang durch die Gegend zu laufen. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Das Einzige, was ich jetzt weiß, ist, dass wir noch ein paar Schauplätze haben, wo ich eventuell auch mal nachsehen sollte. Zum Beispiel können wir mal in die Kirche gehen. Ich glaube, da war was, habe ich so spontan überflogen. Und ins Krankenhaus können wir auch noch gehen. Mehr weiß ich allerdings dann auch nicht. Deswegen lassen wir uns einfach mal spontan überraschen und klicken uns ein bisschen durch die Gegend wie ein Weltmeister. Das können wir ja ganz besonders gut. Nicht wahr, Freunde der Sonne? Das kriegen wir schon hin. Und dort finden wir Angela. Kann den Namen nicht aussprechen. Ist alles so englisch, ey. Geht gar nicht. Ist sie gläubig? Hi, Angela. Hauho. Sam, du kennst die Kathedrale auch? Oh ja, ist ein schönes, ruhiges Plätzchen. Es ist wunderschön hier. Ich komme oft hierher. Ja, wunderschön. Was machst du denn da? Was machst du denn da? Ich fertige eine Kopie des Fensters an. Hey, sieht gut aus. Ganz schön komplizierte Schnitte. Wo hast du das gelernt? Auf meiner Insel fertigte man schon immer Papierfiguren an.
Mein Vater hat es mir beigebracht. Diese Insel scheint ja echt ein nettes Fleckchen zu sein. Kannst froh sein. Magst du die Papierfigur haben? Aber Angela, du hast da so viel Arbeit reingesteckt. Es entspannt mich und ich habe viele davon. Sicher? Vielen Dank. Kommt nicht oft vor, dass Leute mir etwas schenken. Danke. Ist ja Wahnsinn. Dankeschön. Neulich hat mir jemand einen ziemlich coolen Trick vorgeführt. Kennst du dich mit Magie aus? Magie? Tricks mit Karten und Bechern, Illusionszauber, solche Sachen. Nein, das ist doch albern. Wie meinst du das? Ich mag echte Magie. Ein Sommernachtstraum zum Beispiel. Sollte man als Literaturstudentin kennen. Klar, Shakespeare gefällt mir. Aber ich stehe mehr auf viktorianische Literatur. Wie auch immer, das sind ja alles nur erfundene Geschichten, Angela. Ist übrigens echt komisch. Ich habe ja auch englische Literatur studiert, bevor ich zur Krankenpflege gewechselt habe. Ich habe ein paar meiner alten Professoren nach dir gefragt, aber sie kennen dich gar nicht. Ach, weißt du, ich bin ja noch nicht lange hier und halte mich eher ein bisschen zurück. Ich sitze ziemlich weit hinten. Ja, daran wird's wohl liegen. Aber ganz bestimmt. Ich würde niemals lügen. Warum magst du die Kathedrale so gern? Es ist die Feenkathedrale. Feen? Naja, in der Kirche von England spielen Feen nicht gerade eine große Rolle. Gleich da oben ist auch eine. Das ist ein Engel. Nein, eine Fee. Okay. Aha. Wie dem auch sei. Als ich dir zum ersten Mal von dem Experiment erzählt habe, hatte ich den Eindruck, dass du Dr. Stiles kennst. Jeder kennt ihn. Aber die meisten Leute halten die Gerüchte über ihn für wahr. Dich scheint das aber nicht gekümmert zu haben. Nein, ich habe nie schlecht über Dr. Stiles gedacht. Ich habe ihn mal die Straße entlang gehen sehen. Da dachte ich mir, dass er so traurig und gut aussieht. Ich habe jemanden gefragt, wer das ist, und die Person sagte, das ist Dr. Stiles, der berühmte Neurobiologe. War das vor dem Unfall? Nein, danach. Und das war alles, was du damals über ihn gewusst hast? Mir war einfach klar, dass die Gerüchte nicht stimmen können. Aha. Sam, arbeitest du für Dr. Stiles? Harvey hat das gesagt. Ja, ich wohne auf dem Dread Hill Anwesen. In dem Haus? Das ist keine gute Idee, Sam. Warum denn? Es gibt den Leuten Grund zum Reden. Ist mir egal. Ich bin seine Assistentin und das ist alles. Wie bist du denn an den Job rangekommen? Er hat jemanden gesucht und der Studentendienst hat mich geschickt. Ist echt keine große Sache, Angela. Ich weiß, ist halt nicht ganz ungefährlich. Ich meine, mit dem Ruf, den Dr. Stiles hat und alles. Ich hoffe für dich, dass alles gut geht. Danke. Natürlich. Sam, würde es dir was ausmachen, mich allein zu lassen? Ich muss über ein paar Unisachen nachdenken. Klar, ich wollte dich auch gar nicht stören. Wir sehen uns später auf dem Campus. Gut, bis dann. Hau rein. So, jetzt haben wir eine tolle Papierfee bekommen. Mensch, die können wir tolle, was auch immer. So, Krankenhaus. Da waren wir nämlich auch lange nicht mehr. Gehen wir doch direkt in Susans Büro. Wir haben ja auch noch zu klären, wer der Feind von Dr. Stiles ist. Dieser Linkweller war das, glaube ich. Der mag den Dr. Stiles nicht und den müssen wir ja auch noch auflaufen lassen, glaube ich. Aber, Malik? Wer ist Malik? Kennen Sie einen Studenten namens Malik? Der. Sie meinen Dr. Linkwellers wissenschaftliche Hilfskraft? Ach, wirklich? Gibt es etwas Bestimmtes, das Sie wissen wollen? Nein, ich denke, jetzt weiß ich genug. Danke. Ah, der macht auch beim Experiment mit. Der wird wahrscheinlich am auffälligsten sein, weil der ja für Dr. Linkweller arbeitet und Dr. Linkweller mag den David Stiles nicht. Ah, was kann ich mir hier noch angucken? Susans Telefon. Durchwahlnummern. Eine Liste mit den Telefonnummern dieser Abteilung. Eine Liste. Ja. Ich sollte die Telefonnummer der neurobiologischen Abteilung in meinem Handy speichern. Allerdings kann ich keine Durchwahl speichern und muss mir die merken, die ich brauche. Linkweller hat die 11. Warum auch immer ihr Handy keine Durchwahlen speichern kann, das muss ich mir jetzt nicht unbedingt erklären. Ich notiere mir das mal eben. Numero 11. Und dann zücken wir unser Handy und speichern uns die Nummer doch einfach mal ein. Wo ist denn unser Handy? Ist zwar nicht wirklich unser Handy, aber egal. Eine Liste mit den Telefonnummern. Da. So. Yep. Was auch immer ich damit jetzt anfangen kann.
Das weiß ich natürlich noch nicht. Hier ist aber sonst nichts weiter Interessantes. Wir gehen mal wieder raus. Vielleicht können wir jetzt einen Klingelstreich machen. Klingelstreich, Klingelstreich. Angestelltenküche. Dr. Linkwellers Büro können wir nicht benutzen. Er ist gerade drin. Ich würde mich gerne in seinem Büro umsehen, aber dazu muss ich ihn erst irgendwie loswerden. Ach, jetzt können wir ihn ja anrufen. Moment. Menü. Kontakte. Neurologische Abteilung. Ring, 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 ring. Sie sind verbunden mit der neurobiologischen Abteilung des Radcliffe Krankenhauses in Oxford. Falls Sie die Durchwahl wissen, die Sie erreichen möchten, geben Sie sie bitte jetzt ein. 11. Linkweller am Apparat. Das ging aber schnell. Susan hier. Paket erfordert Unterschrift. Headlay will sie sehen. Ich glaube, wir geben uns mal als Susan aus. Susan hier. Könnten Sie bitte in mein Büro kommen? Worum geht es? Keine Sorge. Wird nicht lange dauern. Aha. Das war sehr überzeugend, Samantha. Ich bin stolz auf dich. Gute Stimmimitation. Ah, Schmierbacke. Dir werde ich zeigen. Glaube ich. Ich habe nicht viel Zeit und muss mich beeilen. So, was will ich hier? Ausstellungsschrank. Bücher. Gemälde. Wunderschön. Ich habe keine Zeit, mich da durchzuwühlen. Ich muss mich beeilen. Dein Computer. Mann, der hat aber auch ein schönes Büro, oder? Muss man schon sagen, hier mit dem ganzen... Es würde mich wirklich brennend interessieren, was er alles auf seinem Computer hat. Aber ich fürchte, das würde zu lange dauern. Ja Mensch, nicht reden machen. Weib. Das ist eine ganz schön unheimliche Sammlung. Eine Gruppe von Ärzten, die eine Autopsie durchführen. Reizend. Ja, toll. Du kannst hier effektiv, kann ich hier also gar nichts machen, oder was? Ich kann auch aus dem Fenster schauen. Wie hat Linkweller es nur so weit gebracht? Sein Büro ist sogar noch größer als das von Hadley. Ja, sieht schon echt schnieke aus. Das ist schon fast ein bisschen protzig. Ist fast schon ein bisschen übertrieben, sexy. Linkweller ist da drin. Und er kommt scheinbar gerade wieder raus. Ich tippe darauf. Er geht jetzt wieder rein, aha. Gut. Gut, das war ein Satz mit nix. X, das war wohl nix. Ich tippe darauf. Zauberladen. Dass wir da irgendwas kaufen können, was eventuell hilft, um etwas herauszufinden. Weil wir haben ja auch da die Blitzfalle bekommen. Wobei ich auch noch nicht weiß, wann sich das denn endlich mal erfüllt. Aber ich schätze, da müssen wir erst wieder ein paar andere Aktionen machen, damit es endlich Abend wird. Der Tag ist halt noch lang. Naja. In vielen Colleges von Oxford sind erst seit dem späten 20. Jahrhundert Frauen zugelassen. Zu Recht möchte ich an dieser Stelle natürlich nicht behaupten, weil das viel zu spät erst... So. Da, 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 da. Guten Tag. Hi. Servus, grüezi und hallo. So, dann gucken wir einfach mal. Vielleicht können wir ja was mitnehmen. Was haben wir denn da? Ich meine, ich habe nämlich irgendwas mit Spion da gelesen gehabt. Zaubertinte. Nee, vielleicht habe ich mich auch geirrt. Gut, kann passieren, ne? Da ist schon mal nix B. Gucken wir da nochmal. Ob wir da irgendwas Interessantes haben. Hilferuf, Krachmacher. Dieses Gerät erzeugt einen Hilfeschrei, wenn man den Knopf auf den dazugehörigen Fernbedienung drückt. Ha, den können wir sogar mitnehmen. Sonst haben wir hier launischer Schachtelteufel. Diebischer Geldkasten, Magnete, festes Wasser, Telefonspion, funktioniert nur bei eingehenden Anrufen, das könnte helfen, das könnte definitiv helfen, fragt sich wie, aber das werden wir herausfinden. So, dann gucken wir uns den ganzen Kram nochmal an. Dieses kleine Gerät schreit um Hilfe, wie süß. Ein billiges Gerät, das nur bei eingehenden Anrufen funktioniert. Ich glaube, ich weiß, wo ich es anbringen muss. Ich glaube, sie weiß es. Und da sie es weiß, gehen wir mal raus. Natürlich bezahlen wir erstmal. Ich möchte bitte sehr vielen Wiedersehen. Bitte schön, guten Tag noch, auf Wiedersehen, Tschüssikowski. Schreibt mal eine Karte.
Mephistopheles. So. Da bin ich jetzt aber echt gespannt. Das müssten wir ja eigentlich in Linkweilers Büro dann anbringen müssen, wenn ich so drüber nachdenke. Ob wir ihn doch nochmal rauslocken können. Ich meine, irgendwann wird er die Susan mal ankacken. Weil er wird doch mal merken, weil die Susan wird ja sagen, nee, ich hab sie nicht gerufen, Dr. Linkweiler, das stimmt ja gar nicht. Na, guck mal. Er ist gerade drin. Ich würde mich... Machen wir das Ganze doch einfach nochmal. Oder aber wir machen das bei... Der hat ja drin ja gar kein Telefon gehabt. Das kann ja auch sein. Aber dann ist die Susan ja im Weg. Mensch, ist das alles complicated hier, ey. Das ist also Link... Da kann ich nichts weitermachen. Und mit dem Krachmacher? Nö. Ja. Dann müssen wir ihn doch wohl wieder rauslocken. Etwas anderes würde mir jetzt nicht einfallen. Dann locken wir den guten Kerl doch einfach mal hinaus. Zücken unser prähistorisches Handy. Mhm. Ja. Hallo. Hier ist der Weihnachtsmann. So, ich hätte gern die Elf. Linkweller am Ab. Ach Mensch, jetzt haben wir nur noch eine Auswahlmöglichkeit, beziehungsweise zwei. Mr. Hadley will Sie sprechen. Sofort. Was ist denn los? Schon gut, ich komme. Ah, das klappt ja auch wunderbar. So, sie geht wieder in die Suppenküche. Und Dr. Linkwell wird zu Hadley gehen. So. Ja, man schließt sein Büro ja auch ab, Dr. Linkweller. Das solltest du eigentlich wissen. So, da, ach, da, jetzt habe ich auch mal mein Telefon. Ich dachte, das war vor dem Computer. Irgendwie bin ich falsch gelesen. So, schnell, 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 schnell. Wahrscheinlich ist das Zeitlimit nur eingebildet und man... Ja, höchstwahrscheinlich ist es nur eingebildet. Das sollte klappen. Jetzt werden wir ja sehen, ob Linkweller Dreck am Stecken hat. So, jetzt brauche ich natürlich noch irgendwie eine Verwendung für den Krachmacher. Computer, Fenster, Bücher, Ausstellungsschrank. Nirgendwo einsetzbar und schnell wieder raus. So, ich fühle mich richtig wie Sam Fisher, wie ein Spion. Boah, bin ich brutal. Link? Ja, der ist da drin, der müsste jetzt aber gleich wieder rauskommen. Kommt er nicht raus? Ja, jetzt haben wir hier wieder die Suppenküche. Da kann ich nichts mit anfangen. Hier hat sich auch nichts verändert. Ist der immer noch weg? Der ist ja immer noch weg. Mensch, Opa. Ich scheine ja wohl irgendwas vergessen zu haben, wa? Oh, Linkweller kommt zurück. Ah, doch nicht. Ist er jetzt zurück? Linkweller ist da drin. Ich dachte, er kommt zurück. Hä? Wir gehen mal raus. Wir gehen mal raus. Wir verlassen mal die Szenerie, so schön es auch war. Aber irgendwann muss man auch mal Abschied nehmen. Und dann gehen wir wieder zurück. Irgendwie ist ja gar nichts. Er ist gerade drin. Ich würde mich gerne in sein... Ja, hervorragend. Wie weit hat mir das denn jetzt geholfen? Wie kann ich denn jetzt abhören? Der Krachmacher hilft mir dabei ja auch nicht weiter. Und ich habe die Nummer. Die Nummer gegen Kummer. Oh, ich muss dringend auf Toilette schon wieder. Im Moment wüsste ich nicht, warum... Ja, warum denn nicht, Fräulein? Vielleicht muss sie wieder rausgehen. Oh, die Aufnahme muss ich gleich beenden, weil sonst, ich erspare euch Details. Oh Gott. Kennt ihr das so von urplötzlich? Urplötzlich müsst ihr ganz dringend auf Toilette. Das ist, vorher hat keine Anzeichen. Keine Anzeichen. Und auf einmal, puff. Deswegen fand ich es ja immer so schön in der Schule, wenn es gesagt wurde, ja, das hättest du auch in der Pause gehen können. Das hättest du auch in der Pause gewusst. Ja, da musste ich noch nicht. So, ja, was machen wir denn jetzt? Bin ich gerade nicht los. Ich versuche nochmal mit dem Handy anzurufen, sonst muss ich mir beim nächsten Mal was überlegen.
Wird da tatsächlich mal gefordert vom Spiel oder ich bin zu blöd gerade? Weiß nicht. Ich muss jetzt nicht die... Sie muss das jetzt nicht. Was muss ich dann? Ich muss jetzt erstmal die Aufnahme beenden. Beim nächsten Mal geht's weiter. Dafür waren ja die Aufnahme davor war ja lang genug. Deswegen kann ich jetzt auch mal eine kürzere machen. Tschüss, bye bye, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.